Queen Elizabeth, 96, Wutanfall Williams Hochzeit enthüllt. Als Queen Elizabeth, 96, in der Kutsche saß und ihrem Volk am Hochzeitstag ihres Enkels Prinz William, 40, am 29. April 2011 zuwinken wollte, passierte es, sie bemerkte ein Loch am Handschuh ihres linken Mittelfingers. Doch da war es schon zu spät. Dieser Fashion Fauxpas führte zu einem Wutausbruch und einer eisernen Regel, die sie fortan immer befolgen sollte. Daran hat sich nun Stylist Bernard Connelly, der zu dieser Zeit für die Queen arbeitete, in der Sonntagsausgabe der britischen Zeitung Daily Mail erinnert. 2 Milliarden Menschen weltweit verfolgten die Live-Übertragung von Williams und Katharines Hochzeit auf den Fernsehbildschirmen. Noch einmal 1 Million ZuschauerInnen jubelten dem Paar auf Londons Straßen zu. Vor dieser unvorstellbaren Menschenmasse leistete sich Queen Elizabeth vor knapp 12 Jahren einen Fehler, den sie für immer bereuen sollte. Während der Kutschfahrt von der Westminster Abbey zurück zum Buckingham Palace fiel der Monarchin plötzlich ein größeres Loch an ihrem Handschuh auf, das ihr Styling-Team wohl nicht bemerkt hatte. Und das vor so vielen Menschen. Daraufhin versuchte sie das Missgeschick, das später laut Bernard Connelly palastintern als hohle Geht in die Geschichte einging, mit ihrer rechten Hand zu verdecken. Das zeigen einige Aufnahmen, die nach der Fahrt in der Kutsche entstanden waren. Noch immer schüttelt Stylist Connelly fassungslos den Kopf, so etwas macht man nicht. Nicht bei einer Modenschau, nicht bei einem Fotoshooting und schon gar nicht bei einer Monarchin. Es war nicht irgendeine Verlobung, sondern der zukünftige König heiratete. Er habe nicht verstehen können, dass damals nicht darüber berichtet wurde. Trotz ausbleibender Schlagzeilen habe Queen Elizabeth der Vorfall laut Bernard zutiefst getroffen. Sie sei wütend gewesen, schämte sich und habe daraufhin Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sie sich nie wieder in einer solchen Situation befinden würde. Fortan habe das im September 2022 verstorbene royale Oberhaupt immer ein paar Ersatzhandschuhe mit sich geführt. Eine clevere Lösung. Verwendete Quelle: Daily Mail Co.